Willkommen zurück bei der nächsten Folge Postmortem. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid, immer noch der NRW bei 18 hier. Wir haben es im letzten Teil geschafft, die Dame dazu zu bewegen, uns hier Zugang zu gewähren. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Oh. Guten Abend, welche Nummer wünschen Sie? ja. Entschuldigen Sie, Miss. Ich habe die Nummer gerade nicht dabei. Trotzdem, vielen Dank. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, dann müssen Sie mir seine Nummer sagen. Zu Ihren Diensten, Sir. Auf Wiederhören. Wiedersehen, bla bla. Da wollte ich hin. Auf geht's. Cookie. Das war's. Jacques Gallois, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Regis und Ruby White. Ich bin unschuldig. Ist klar. Aber ich habe den Mörder vielleicht bis zu den Eatons geleitet, aber ich habe sie nicht getötet. Die Eatons? Wovon reden Sie überhaupt? Das ist eine lange Geschichte, aber jetzt zu dem, was passiert ist. Ich kam von einem eher unerquicklichen Fall zurück, eine Geschichte von Untreue, die schlecht ausging. Der Ehemann hatte mich engagiert, weil seine Frau anscheinend mit dem ganzen Geld abgehauen war. Natürlich erzählte sie eine andere Version der Geschichte. Ich erspare dir die Einzelheiten. Ich komme total fertig zurück. Während meiner Abwesenheit wäre ein gewisser Dalpin gekommen, wegen eines Problems mit Hausangestellten, die ihn übers Ohr gehauen hätten. Ich wusste, dass Dalpin Bankier war und seine Geschichte mir ganz schön was bringen würde, aber ich war total fertig. Also habe ich meiner Mutter gesagt, sie soll ihn anrufen und ihn in den Wind schießen. Aber dann zeigte sie mir den Scheck mit dem Vorschuss. Na, und dann habe ich losgelegt. Hä? Was ist denn das jetzt? Also, Punkt 1. Wir haben ja gesagt, wir wollen ihm helfen. Warum sagen wir dann, wir verhaften sie? Zweitens, wieso hat er uns geduzt? Drittens, wo ist die Mutter hin? Viertens, wo ist die kaputte Scheibe hin, die wir eingeschlagen haben? Fünftens, was passiert hier? Wieso ist die Unterhaltung mittendrin abgebrochen und wir sind wieder hier hinterm Schreibtisch? Oh. Also das Spiel macht es einem nicht einfach, es lieb zu haben. Also... Oha. Ja, toll. Ich Was ist das denn jetzt hier? Ich kann... Sehr schön. Ja, ich hatte jetzt echt gedacht, boah, geil, jetzt geht's weiter hier, aber... Ja, nee, ist klar. Er ist auf einmal spurlos verschwunden. Oh Mann, wieso ist das? Wieso macht man sowas? Was ist das denn jetzt gewesen? Eine Keksdose. Mhm. Können wir mit der Keksdose hier unten vielleicht irgendwas machen? Ne. Was haben wir denn sonst noch? Da der Brief von... Der Brief wurde an den Privatdetektiv... Ach so, das ist der Brief, den wir erhalten haben. An den Privatdetektiv Jacques Holland. Adressiert wird im Brief darum gebeten, zwei mutmaßliche Verbrecher wiederzufinden, die einen Gegenstand von äußerst hohem Wert bei Herrn de Alepin gestohlen haben. Ich weiß, die Aussprache ist grottig, aber ist egal. Die Adresse von einem Bruder und einer Schwester namens Paul und Gracie Eaton waren dem Auftrag zugeführt. De Alepin verspricht die Zahlung einer großen Summe unter der Bedingung, dass die Affäre diskret bleibt und der Polizei nicht zu Ohren kommt. Aha. Ach, mehr Inventar haben wir ja gar nicht. Ah, wie toll. Brieftasche, 150 Francs. Und eine Keksdose. Aha. Ja, ich habe das Spiel noch so gelobt. Hey, man hat daran gedacht, dass wir hier eine Scheibe kaputtgeschlagen haben. Und jetzt, es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ja, die Scheibe ist wieder ganz. Hätte ich auch so machen können. Ah, wir können dahin.
passiert hier auch nochmal was. Atmosphärisch ist das Granate. Auch grafisch, wenn man das jetzt hier mal nur so nimmt, finde ich das auch super. Aber die Storyführung, die Dialogführung und dass man Dialoge nicht überspringen kann und die Steuerung sind die mega dicken Minuspunkte hier in diesem Spiel. Wirklich. Was ist denn das jetzt? Keine Antwort. Mit einem solchen Schloss ist er sicher, nicht belästigt zu werden. Was ist denn das jetzt für ein... Wieso kommt jetzt hier diese Musik? Wieso? Was haben wir denn jetzt auf einmal für eine Stimme? Habe ich hier was gerade nicht mitgekriegt? Moment. Nö. Ach, das sind... Okay. Wir haben hier nur zwei Positionen, wo wir hin können. Hier sind wir wieder draußen. Apartment der Eaton. Diese dreckigen Göhren wälzen sich den ganzen Tag im Schlamm. Und wer macht hinterher sauber? Meine Wenigkeit. Und wer ist deine Wenigkeit? Wer sind Sie denn? Sehen Sie denn nicht, dass ich gar nicht da bin? Wenn es um die Armen geht, da habe ich schon was gegeben. Ach, jetzt sind wir der auf einmal. Moment. Langsam. Ist das jetzt im Prinzip eine Erzählung von ihm, die er Gus jetzt erzählt und in dieser Erzählung spielen wir ihn selber? Also... Egal. Schöner Tag, nicht wahr? Sagen Sie, könnten Sie mir die Zimmernummer der Eatons geben? Die Eatons? Was wollen Sie denn von den Eatons? Oh Gott. Sind Sie einer Ihrer Freunde? Danach sehen Sie nicht gerade aus. Sie sind der Hausmeister. Habe ich jetzt was nicht mitgekriegt? Oder wieso der Hausmeister? Heißt es nicht die Hausmeisterin? Oh. Sind Sie der Hausmeister? Ich heiße Jacques Eloin. Ich bin ein Freund der Familie. Sie sind nicht oft in Paris, also wollte ich die Gelegenheit nutzen, Sie kurz zu besuchen. Das ist ja ein Ding. Da wohnen die einen Monat hier und plötzlich tauchen Spaßvögel aus ganz Paris auf. Die sind nicht da, ihre Eatons. Das passt mir gar nicht, dass Sie so... Ich muss mir unbedingt... Was haben wir hier? Halten Sie mich für bescheuert? Ich rate Ihnen, mir schnellstens zu sagen, was Sie über den Umgang mit den Eatons wissen. Also das muss ich... Ohoho. Sollen wir jetzt auch ein bisschen härter werden oder sollen wir ein bisschen... Und wenn ich auf sie warten würde, stört sie das? Sollen wir jetzt sanft... Na komm. Das passt mir gar nicht, dass sie nicht da sind. Wann kommen sie denn zurück? Ich muss wirklich unbedingt mit ihnen sprechen. Und wenn ich auf sie warten würde, stört sie das? Auf die warten? Seit 3 Tagen stehe ich mir schon die Beine in den Bauch. Die haben mir das Zimmer nicht bezahlt. Das mit dem Himmel lässt sich regeln. Lassen Sie mich reinschauen und ich bezahle... Ach. Halten Sie mich für bescheuert? Das mit dem Zimmer lässt sich regeln. Lassen Sie mich reinschauen und ich bezahle die Rechnung. Wollen Sie mir die Arbeit eines Portiers beibringen? Es geht keiner auf das Zimmer, solange die Sachen noch da sind. Wie stünde ich denn dann da, wenn die nur für eine Woche in die Provinz gefahren sind? War das denn Kinderlachen? Nein, also diese Bengel, die wollen mich wirklich verrückt machen. Ich muss noch einen Fußboden fertig kriegen. Und Sie mit dem Schnauzbart, hauen Sie ab oder ich schmeiß Sie raus. Ho, 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 ho. Also nein, wo wollen Sie denn bitte hin? Werden Sie über mich drüber laufen oder was? Manch einer ist noch zum Arbeiten hier. Verdammte Scheiße, ich hätte doch härter sein sollen. Ah, so ein Mist. Nein. Aha, wir können raus. Ah, wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit den... Mit den Kindern machen. Wieso habe ich hier dieses Benutzsymbol und kann nichts benutzen? Ah, okay, wahrscheinlich den Blumenkübel runterkicken. Was? Nee, doch nicht. Okay, wieder zurück. Wir können es wahrscheinlich nur von hier aus machen. Ja. Diese kleinen Taugenichte. Wartet nur, bis ich euch schnappe.
Komm, Omi, beweg dich. Hey, nicht meine Blumen, meine schönen Blumen. Na, wartet. Oh, die werden sehen, mit wem sie es zu tun haben. Hm. Oh, scheiße. Ja, klar. Und sie merkt überhaupt nichts. So, aber bevor ich jetzt da reingehe und ich hier draußen irgendwas übersehe... Nein. Gott. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Also müssen wir die Treppe... Ach so. Okay. Das ist es nicht. Das ist es. Merkwürdig. Ja. Ja. Meine Güte. Was für eine Unordnung. Madame Evelyn, da gibt's für Sie einiges zu tun. Okay, also es scheint sich hier wirklich und tatsächlich um eine Rückblende zu handeln, die wir jetzt sozusagen dem Gast erzählen auf unserem Dachboden. Oh, aber ein schönes Zimmer. Oh, guck mal, hier alles schön vertäfelt hier. Oh, oh. Hier, hä? Achso, das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Schrank. Ich war gerade... Ja, was haben wir hier? Ein Safe. Verschlossen. Das ist eine Kiste. Den Schlüssel haben Sie wahrscheinlich bei sich. Er ist zu schwer, um mitgenommen zu werden. Das ist eine Kiste. Ein Safe. Weil, und dann steht er da so mutterseelenalleine im Schrank. Im Wandschrank. Ich habe schon gedacht, da geht's irgendwie weiter raus. Aber hier ist das Dach. Und deswegen hätte das nicht ganz sein können. Gut, also müssen wir hier irgendwo den Schlüssel finden. Was? Noch? Oh, ein zweites Schlafzimmer? Hey, eine Schiffsfahrkarte. Aha. Ah ja, ja, wer hat denn hier nicht aufgeräumt? Tja. Nur die Schiffsfahrkarten? Na, tatsächlich. Hm. Eine Unterhose? Eieieiei. Aha. Naja, groß ist die Wohnung ja nicht. Oder das Appartement. Na, Na. Leere Kisten hier überall. Eieiei. Hier vielleicht irgendwo was versteckt? Ein ganz alter Ofen. Schrägstrich Herd. Ah ja. Ich klicke auf den Tisch und... Na, was haben wir denn da? Die Visitenkarte eines Psychologen Dr. Frank Kaufner. Ach, gucke an. Den kennen wir ja. Ein Brief von G. de Alepin. Ah ja, ja, an den Privat... Moment mal, das hatten wir doch. Notizen über die OSCCP, geschrieben von Grace Eaton. Oh wei. Von einer Frauenhand... Von einer Frauenhand? Auf Englisch geschrieben. Okay. Es scheint sich um Informationen zu handeln, die eine Organisation betreffen, die sich die Frei... Was? Freimaurerloge des Ordens des Rosenkreuzes nennt. Englisch für, also. Die Namen von der Alepin, Dumonin, Dr. Kaufner sind erkennbar. Die Freimaurerloge leckt mich am Arsch. Eine okkulte Bruderschaft, dem anscheinend nach harmlos beeinflusst von den Templern? George Stobbart. Er kommt immer wieder. An die 10 Mitglieder, einige äußerst
einflussreich. Das ist so blöd geschrieben. Da, George, da haben wir's. George Stobbart ist ihr Chef, der große Bruder. Er kennt sich GDA. Ach, er nennt sich GDA. Dr. Frank Kaufner ist seine rechte Hand. Er nennt sich K. Dumonin ist der Türsteher des Ortes ihres Zusammentreffens. Die Notizen wurden von Faye gemacht. Sie notiert hier den Erfolg ihres Plans, der daraus besteht, dank ihrer Medium-Talente sich für die Wiederverkörperung einer jungen Frau namens Adeline auszugeben, die im Mittelmeer gelebt haben soll. Laut Faye scheinen der Alepin und Kaufner alle beide darauf reingefallen zu sein. Der Alepin hätte Faye versprochen, dass sie den Kopf des Baphomets? Baphomets Fluch? Was geht denn jetzt hier ab? Betrachten könnte. Aber erst wenn er seine Seelenwanderung geschafft hätte? Was soll das heißen? Immer merkwürdiger, was ist wirklich los? Ach herrje, George Stobbart kommt hier wirklich gleich um die Ecke. New York, Schiffsfahrtkarten. Okay. Keksdöschen. Das ist unser Portemonnaie, Brieftasche. Das ist das. Ja, und das sind wieder die Schiffskarten. Gut, haben wir uns angeguckt, aber bringt mir jetzt nicht wirklich was. Da den Safe habe ich auch nichts für. Gut, dann erstmal wieder raus. Ja, genau das dachte ich mir nämlich. Ordens des Rosenkreuzes. Es wird immer merkwürdiger und mysteriöser. Ach, herrje. Und wo ist hier der Türsteher? Ach, Das ist die Umkleide. Okay. Guten Abend. Werden Sie erwartet? Ich heiße Eloin. Ich möchte gern den Hausherrn sehen. Könnten Sie mich ihm bitte vorstellen? Tut mir leid, Sir. Der Hausherr empfängt Sie nicht. Aber sagen Sie mal, mein Lieber, heißen Sie nicht doch zufällig Dumoulin? Ich glaube nicht, dass ich Sie kenne. Wer sind Sie? Gut, dass wir den Brief vorher gelesen haben. Ja, ja, ja. Mein Name ist... Beauftragt von einem Ihrer Mitglieder. Jetzt, Sie wissen... Aber wenn Sie mich jetzt besser verstehen, obwohl wir gemeinsame Freunde haben, die Eatons beispielsweise, Grace und Paul sprachen oft von Ihnen. Nee, das hier hört sich, glaube ich, am besten an. Wir kennen uns nicht. GDA lobte die außerordentliche Gastfreundschaft von Herrn Dumoulin. Er bat mich hier, auf ihn zu warten. Der oberste Bruder GDA ist nicht hier. Er hat mir von Ihrem Besuch im FLOTK nichts gesagt. Ich bedauere. Sie müssten einen Termin mit ihm ausmachen. Ich muss mit GDA einen Termin vereinbaren. Können Sie mir sagen, ob Gracie Eaton auch einen Termin brauchte, um in Ihrer Loge zugelassen zu werden? Mademoiselle wurden hier von einem der bekanntesten Mitglieder eingeführt. Und außerdem lässt sie der oberste Bruder GDA nie allein. Es ist immer die Frage, ob ich das nehme, was hier vorgegeben ist, oder ob ich was anderes nehme. Obwohl wir gemeinsame Freunde haben, beispielsweise. Sie können sich hoffentlich noch an sie erinnern. Obwohl wir gemeinsame Freunde haben, Sie und ich, Dumoulin. Die Eatons beispielsweise. Gracie und Paul sprachen oft von Ihnen. Vor allem Gracie. Sie können sich hoffentlich noch an sie erinnern. Mademoiselle Eaton, das Medium. Ich erinnere mich an Sie, selbstverständlich. Aber Sie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns schon mal begegnet sind. Sind Sie sich ganz sicher, dass Gracie Eaton von einem Ihrer Mitglieder eingeführt worden ist? Unter welchen Umständen?
Kannte sie ihn vorher schon? Sie müssen wissen, dass sie nicht aus Paris stammt. Übrigens, dieses Mitglied, wer ist das eigentlich? Sir, ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Ich habe schon viel zu viel erzählt. Unser Verein ist privat. Sie sollten diesen Ort verlassen. Sonst sehe ich mich gezwungen, die Behörden einzuschalten. Na, ganz toll. Vielleicht soll ich ihm irgendwas zeigen. Vielleicht die Karten. Ach, nee. Ich dachte, ich hätte dem Herrn schon gesagt, dass er hier nicht erwünscht ist. Diese Räume sind privat. Nur Mitglieder und ihre Gäste sind zugelassen. Also ihm kann ich es nicht geben. Vielleicht bestechen? Auch nicht. Den Brief? Nein. Den kann ich mir nur angucken. Den kann ich mir auch nur angucken. Einen in meinen Schädel ziehen? Auch nicht. Shit, shit, shit. Keine Antwort. Mit einem solchen Schloss ist er sicher, nicht belästigt zu werden. Die Keksdose dagegen schmeißen. Wäre auch zu einfach gewesen. Na, dann wollen wir ihn mal interviewen. Sie wurden mir nicht angekündigt, Sir. Ich habe sie nicht erwartet. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Doktor. Jacques Eloin, Privatdetektiv. Ich habe leider keine Visitenkarten mehr. Sie müssen mir also so glauben. Wir sitzen anscheinend im selben Boot. Ein Privatdetektiv? Sie wissen sicher, dass ich keine Fragen bezüglich meiner Patienten beantworten werde. Ärztliche Schweigepflicht. Dass ich Fragen stelle. Nun, Sie kennen gewisse wichtige Antworten bezüglich meiner Ermittlungen. Das ist das Frustrierende bei den Ärzten. Kaum hat man eingetreten, da wissen Sie schon den Grund des Besuchs. Ihre Patienten interessieren mich eigentlich nicht, Doktor. Aber Sie könnten mir von großer Hilfe sein. Wünschen Sie eine ärztliche Beratung, Monsieur Eloin? Ich habe Ihre Visitenkarte bei jemandem gefunden, sagen wir, bei jemandem, der sich gewisse Dinge vorzuwerfen hat. Ich kontrolliere nicht, wer im Besitz meiner Visitenkarte ist, Monsieur Eloin. Der Beweis dafür, Sie haben eine und dennoch habe ich Ihnen nie eine gegeben. Es geht hier nicht um meinen schlechten Ruf, Doktor, Sie haben meinen Klienten. Oh. Es scheint, dass Sie mich ziemlich gut kennen. Sie hatten nicht zufällig eine Patientin namens... Sie hatten nicht zufällig eine Patientin namens Gracie Eaton, Dr. Kaufner? Gracie Eaton? Natürlich, Monsieur Eloin. Was wollen Sie über Gracie Eaton wissen? Hat er nicht gerade eben gesagt, über meine Patienten kann ich nichts sagen? Und jetzt fragt er uns, was wollen Sie wissen? Also... Gracie Eaton ist ein bisschen verwirrt, oder? Sie behandeln doch Geisteskranke, oder? Meine Patienten sind nicht alle total verrückt, Monsieur Eloin. Ganz im Gegenteil. Ich behandle Menschen, die seelisch leiden. Das nennt man Therapie. Man kann Miss Eaton in diese Kategorie einstufen. Gracie Eaton hat doch einen Bruder, Paul Eaton, nicht wahr? Was wissen Sie über ihn? Paul Eaton. Ich verdächtige ihn, alles eingefädelt zu haben. Er brachte Gracie in meine Praxis, als sie ihre erste Krise hatte. Anschließend blieb er völlig im Hintergrund. Sie wissen, warum ich angeheuert wurde. Ich verheimliche Ihnen auch nicht, dass ich über den Diebstahl nicht viel weiß. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Sie haben jetzt genug Material, um Ihre Ermittlungen zu vervollständigen, Monsieur Eloin. Hören Sie mal zu, mein lieber Freund.
Wenn Sie wissen wollen, wo die Eatons sich verstecken, dann sind Sie hier falsch. Ja, ich habe Gracie Eaton in die Freimaurerloge eingeführt. Ja, sie hatte mit Dalpin eine Beziehung. Bis zu welchem Punkt es intim war? Das ist deren Angelegenheit. Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Wenn ich wüsste, wo Sie und Ihr Bruder sind, dann wären Sie jetzt nicht hier. Tun Sie gefälligst die Arbeit, für die Sie bezahlt werden, Monsieur Eloin. Finden Sie die Diebe und überlassen Sie uns den Rest. Jeder seine eigenen Angelegenheiten, nicht wahr? Freimaurer? Oh mein Gott, da steht Strom aus Blut. Moment. Wo stand er denn jetzt? Moment, Notizen zu den Freimaurern. Da steht's ja. Über welches Wort bin ich denn hier eben gestolpert? Verdammte Kacke nochmal. Freimaurerloge. Ah, okay. Oh nein, da steht Strom aus Blut. Freimaurerloge. Ja, jetzt ergibt das einen Sinn. Eine okkulte Bruderschaft, dem Anschein nach harmlos. Oh nein, nicht schon wieder. Und es hat schon wieder was mit den Templern zu tun. Oh nein. Ach ja, Freunde, mit dieser Heiterkeit möchte ich mich von euch verabschieden und hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Teil wieder. Macht es gut, bis dahin. NRWO 18, adieu.